بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Als der Prophet 25 Jahre alt war, kam es zu einer wichtigen Begebenheit, die sein ganzes Leben prägte und aus der man viele Lehren ziehen kann. Denn es kam zur Heirat mit Khadija radiallahu anha. Es wird überliefert, dass als er ungefähr 25 Jahre alt war, dass er von der Schwester von Khadija beauftragt wurde, mit einem anderen Mann die Schafe, also die Herde von der Schwester von Khadija, zu hüten. Wir haben schon darüber gesprochen, wir haben schon behandelt, dass der Prophet, Friede und Segen mit ihm, ein Hirte gewesen ist. Und wir haben darüber geredet, dass er damit, wenn man die geschichtlichen Ereignisse rekonstruiert, wohl ziemlich früh angefangen hat. Das heißt, in seiner frühen Jugend. Und jetzt ist er 25. Das heißt, man kann durchaus davon ausgehen, dass der Prophet, Friede und Segen mit ihm, mehr als 25 Jahre Schafe gehütet hat. Und Allah weiß es am besten. Ja? Weil diese Geschichte mit der Schwester wird nicht in allen Sira-Büchern überliefert. Deswegen ist es manchmal schwierig, Sachen genau zu rekonstruieren. Auf jeden Fall. Sie haben dann nicht sofort den Lohn bekommen für das Schafehüten. Das kriegt man nicht im Voraus, sondern muss man ja nachher einholen, das Geld. Und daraufhin wollte der Kollege des Propheten, Friede und Segen mit ihm, zu der Schwester von Khadija gehen und das Geld einfordern und fragte den Propheten, Friede und Segen mit ihm, ob er bereit ist, mitzukommen. Daraufhin sagte der Prophet, dass er sich schämt, dahin zu gehen. Es wird nicht ganz deutlich, warum er sich schämt, vielleicht weil sie eine Frau ist, oder um das Geld zu fordern. Mir erscheint es eher so, dass es darum ging, das Geld zu fordern. Dahin zu gehen, das Geld zu fordern. Das heißt, er hat sich geschämt. So. Als der Mann dann, der Kollege des Propheten, Friede und Segen mit ihm, bei der Schwester von Khadija war, war Khadija auch anwesend. Und es kam dann zu einem Gespräch, wo er dann erwähnt hat, dass Mohammed, Friede und Segen mit ihm, sich schämt, mitzukommen und so weiter. Und daraufhin fing die Schwester von Khadija an, den Propheten alaihi salatu wassalam zu loben. Wie vertrauenswürdig der ist und was er für gute Charaktereigenschaften hat und so weiter und so fort. Das heißt, dass man sich wirklich auf ihn verlassen kann. Weil wir haben schon darüber gesprochen, wir haben schon behandelt, dass eine große Verantwortung ist, eine Herde zu hüten. Daraufhin wurde Khadija hellhörig. Denn sie war eine Witwe, sie war zweimal verwitwet und hatte viel Geld gehabt und war im Handel tätig. Hier kommt dann immer die Frage der Islamhasser, die sagen dann, ja, ihr behauptet doch immer, Mohammed hätte die Rechte der Frauen verbessert, aber im selben Atemzug sagt ihr, dass Khadija reich gewesen ist, das heißt doch, dass die Frauen damals schon Rechte hatten. Weil ihr müsst wissen, die Islamhasser sind so, dass sie nichts Positives am Islam finden können. Nichts. Alles ist für sie schlecht. Ja, die können noch nicht mal zugeben, dass der Prophet ein Genie war. Ja, weil rein objektiv gesehen, selbstverständlich, kommt man zu dem Entschluss, wenn man sein Leben studiert, dass er ein Prophet war. Aber wenn jemand sagt, er ist kein Prophet, dann müsste er mindestens sagen, dass er ein Genie gewesen ist. Aber die Islamhasser sagen weder, er war ein Genie, noch er war ein Prophet. Ja? Aber auf jeden Fall. Um darauf zurückzukommen. Khadija hatte Geld gehabt, weil sie eine Ausnahme war. Es gibt immer Ausnahmen, die von der Regel abweichen. Ja, ich will nicht genau auf die Details eingehen, warum sie viel Geld hat, weil das zu weit abführt. Jedenfalls, sie war eine Ausnahme. Das ist die Antwort darauf, wenn euch versucht, jemand zu erzählen, ja, die hatten doch damals schon die kompletten Rechte, die Frauen.
Wir sagen dann zu dem Islamhasser, woher hast du denn die Information, dass Khadija reich war? Dann sagt er, aus den islamischen Quellen. Dann sagen wir, ja, dann musst du auch die islamischen Quellen akzeptieren, die ganz klar bezeugen, dass der Prophet Friede und Segen mit ihm ein Reformator war. Jemand, der die Gesellschaft damals reformiert hat und den Frauen viele Rechte gegeben hat, die sie vorher nicht hatten. Und zwar weltweit. So. Khadija war, wie gesagt, eine Händlerin, beziehungsweise sie hat mit Handel zu tun gehabt und war reich. Und sie brauchte natürlich Männer, die diese Aufgabe übernehmen. Und als sie nun gehört hat von ihrer Schwester oder diese Begebenheit mitbekommen hat, diese Situation mitbekommen hat, wurde sie hellhörig und sie beschloss, den Propheten a.s.w. damit zu beauftragen, ihre Karawane, ihre Handelsgüter nach Syrien zu bringen, was heute Syrien ist. Ja? Das war also der nächste Schritt. Der nächste Schritt war, sie, die zweifache Witwe war, die 40 Jahre alt war, von der gesagt wird, dass sie ein Kind hatte namens Hala, ja, die eine Ausnahme war unter den Frauen in Mekka, und die Probleme hatte, Männer zu finden, die vertrauenswürdig genug sind, um in diese Aufgabe zu übernehmen. Sie versuchte den Propheten a.s.w. bzw. Mohammed, er war ja zur damaligen Zeit noch kein Prophet zu diesem Zeitpunkt, dafür zu gewinnen, für ihn die Aufgabe zu übernehmen. Also wurde der Prophet mit dieser Aufgabe beauftragt. Manche Sira-Bücher sagen auch, dass er vorher schon Händler geworden ist, aber es spricht mehr dafür, dass das jetzt wirklich seine erste richtige Handelsreise gewesen ist. Und er geht auf diese Handelsreise. Mit dabei ein Diener von Khadija namens Maisara, der ihr alles berichtet, was er gesehen hat von Mohammed, Friede und Segen mit ihm. So. Der Prophet kommt wieder und praktisch mit zwei Ergebnissen. Das erste Ergebnis ist, dass bei seinem Handel er großen Gewinn gemacht hat, einen mehrfachen Gewinn, das heißt, er hatte einen riesengroßen Baraka, riesengroßen Segen in seinem Handel gehabt. Und zweitens, dass Maisara bei Khadija den Mohammed, Friede und Segen, mit ihm beschreibt. Und er sagt, er hat da nie jemanden gesehen, der so bedacht ist, der so ehrlich ist, der so einen guten Charakter hat, der so gut mit den Menschen umgeht und der so genau mit den Dingen umgeht, auch wirklich jeden Dirham wirklich abzugeben und ganz gewissenhaft alles abzugeben und ehrlich zu sein bei seiner Arbeit. So etwas hat er noch nie gesehen. Und es wird auch berichtet in einigen Sirbüchern, dass er gesehen hat, dass wenn er gegangen ist, dass die Wolken über ihm gezogen sind, um ihm Schatten zu geben, ja, bei seinen Handelsreisen. Khadija war natürlich davon beabsichtigt und es fiel etwas in ihr Herz, ja, die Liebe zum Propheten, die Liebe zu Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Das war diese Handelsreise. Einige Lehren aus dieser Handelsreise. Erstens, der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat durch seine Ehrlichkeit bei seinem Handel viel Baraka bekommen, viel Segen. Was lernen wir daraus? Für heute. Wir lernen daraus, viele Muslime, die in Haram-Dingen involviert sind, vertraut auf Allah und Allah wird euch Baraka geben. Es gibt Imbissbesitzer, die beispielsweise Alkohol verkaufen, das ist Haram. Muslimische Imbissbesitzer. Wir sagen nicht, die sind keine Muslime, aber es ist eine Sünde. Und wir sagen, hört auf mit diesem Job. Und wir haben schon oft erlebt, dass es Leute gab, die ihren Haram-Job aufgegeben haben und danach etwas Besseres gefunden haben. Vertraut auf Allah. Allah sagt im Koran, in Sure 66, وَمَنْ يَتَوَكَّرَ اللَّهِ فَوْحَسْبُ. Wer auf Allah vertraut, dem ist er genüge. Allah sagt dort, وَمَنْ يَتَكِ اللَّهِ يَجَلَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Wer auf Allah vertraut, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er, von wo er es nicht gedacht hätte. Und es gibt leider einige Muslime, die behaupten, solange man die Familie versorgt, ist alles halal.
So einen Schwachsinn habe ich mittlerweile schon gehört. Also das heißt, da kann man demnächst auch Heroin verkaufen, ist ja Hauptsache, man versorgt die Familie damit oder wie. Ja, so weit ist es gekommen. So ein Schwachsinn wird verbreitet. Das ist Haram. Und außerdem in Deutschland, wenn du dich anstrengst und du hast keine Arbeit mehr, hast die Arbeit verloren, kannst du auf Sozialhilfe gehen. Oh, wird dann gesagt. Ja, Sozialhilfe ist nicht Haram. Wird gesagt, ja, aber der Prophet hat gesagt, die obere Hand ist besser als die untere. Das heißt, die Hand, die gibt, ist besser als sie nimmt. Ja, stimmt. Das heißt aber nicht, dass die andere Hand Haram ist. Das heißt, wenn du keine andere Möglichkeit hast, und das ist nicht meine Worte, das sind Worte von großen Gelehrten, wie zum Beispiel Sheikh Ajlan aus Mekka, der wurde nach dieser Frage gefragt in der Meschel Haram. Er hat gesagt, wenn das die Regeln in dem Land sind, ja, und man sich daran hält und niemand betrügt, dann darf man die Sozialhilfe nehmen. Aber natürlich ist das kein Zustand, man sollte nach einem vernünftigen Job suchen, nach eigener Arbeit suchen, ganz klar. Übrigens, nur mal so am Rande, ich bekomme keine Sozialhilfe. Ja, weil das wird dann wieder so gelabert. Ja. Das sind also Leute, die irgendeinen Haram-Job machen, die Alkohol am Verkaufen sind, was verflucht ist, und die versuchen sich das halt selber halal zu reden, weil sie viel Geld verdienen wollen, indem sie sagen, Sozialhilfe wäre Haram. Wer sagt, Sozialhilfe ist Haram? Sozialhilfe ist nicht Haram. Aber natürlich, wenn du Sozialhilfe beantragst, dann darfst du auch nicht betrügen. Du musst die richtigen Angaben machen. Und natürlich ist Sozialhilfe auch kein Zustand, sondern man sollte versuchen, einen vernünftigen Job zu finden. Das nur ganz kurz nebenbei zu dieser Lehre. Dann haben wir wieder einen Beweis für das Prophetentum, nämlich den Charakter des Propheten a.s. Dass es auffällig war für die Leute, was er für einen vorzüglichen Charakter hat und wie ehrlich er war. Nächste Sache. Wie kam es jetzt zur Heirat? Zur Heirat kam es gibt verschiedene Geschichten darüber. Im Endeffekt, was übereinstimmt ist, ist, dass die Initiative von Khadija ausging und dass dem Propheten indirekt vermittelt wurde, dass Khadija an ihm interessiert ist. Und daraus dann kam es zur Heirat. Hier ist eins wichtig. Der Prophet, Friede und Segen mit ihm, war 40 Jahre alt und Khadija war Khadija, Entschuldigung, war 40 Jahre alt und der Prophet, Friede und Segen mit ihm, war 25 Jahre alt. Und der Prophet war bis dahin nie verheiratet und hat nie, selbstverständlich, keinen Zina, keine Unzucht begangen. Das heißt, in einer Gesellschaft, wo es Prostitution gab, wo es Situationen gab, wo Frauen mit 10 Männern geschlafen haben, und dann nachher gesagt haben, falls sie schwanger wurden, wer der Vater ist, wo es Männer gab, die ihre Frau einen anderen Mann gebracht haben, um mit ihr zu schlafen, in so einer korrupten Gesellschaft, was Unzüchtigkeit angeht, ist der Prophet Friede und Segen mit ihm, obwohl er von einem der edelsten Stämme, vom edelsten Stamm überhaupt, nämlich von Benu Hashim, unzüchtig geblieben. Keusch geblieben und dann heiratet er mit 25 Jahren eine Frau, die 15 Jahre älter ist, die schon 40 ist, die schon zweimal verheiratet war und die schon ein Kind hat. Was zeigt uns das? Das ist eine komplette Widerlegung, die man sich merken muss, wenn uns Leute erzählen wollen, der Prophet sei ein Frauenschwarm gewesen, beziehungsweise jemand gewesen, der wild gewesen ist nach Frauen und der war seinen Gelüsten unterlegen, dann sagen wir denen, jemand, der seinen Gelüsten unterlegen ist, bleibt in einer Gesellschaft, wo er geehrt ist, wo er etwas Besonderes ist und er war hübsch gewesen, bleibt er 25 Jahre lang ohne geschlechtlichen Kontakt, beziehungsweise ohne Geschlechtsverkehr. Und dann heiratet er eine Frau, die weit älter ist als er und bleibt 25 Jahre monogam mit ihr verheiratet. Das ist völliger Quatsch. Dann wird man sagen, ja, aber was war danach? Danach hat er ganz oft geheiratet. Wir sagen, stimmt. Ab wann? Als er über 50 Jahre alt gewesen ist. Und selbstverständlich, der Prophet, a.s., ist auch ein Mensch.
Allah sagt im Koran an mehreren Stellen, dass der Prophet sagen soll, wie zum Beispiel in Surah 18, Vers 110, Kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya. Sprich, ich bin ein Mensch wie ihr. Mir ist offenbart worden. Das heißt, das ist der Unterschied. Das heißt, er hat auch menschliche Gefühle, wie zum Beispiel Hunger, Durst, Müdigkeit etc. Und natürlich auch eine gewisse geschlechtliche Begierde. Aber jemand, der 25 Jahre, das heißt in dem Alter, wo der Mensch, weil er ist ein Mensch, das haben wir gerade nochmal gesagt, er ist nicht aus Licht erschaffen worden, wie es in falschen Hadithen erwähnt wird, sondern er ist ein Mensch, aus Licht sind die Engel erschaffen worden, das sind die Übertreibung von einigen Sufis, ja, die mit falschen Aussagen kommen, mit gelogenen Hadithen, die sagen, er ist aus Licht erschaffen worden, er ist nicht aus Licht erschaffen worden. Er ist ein Mensch. Und die Eigenschaft von einem Menschen ist, dass er nicht aus Licht erschaffen wurde. Das heißt, der Prophet a.s.w. ist ein Mensch und die 25 Jahre, wo der Mensch, beziehungsweise nicht nur die ersten 25 Jahre, wo der Mensch wahrscheinlich gerade, sagen wir mal, wenn er in die Pubertät gekommen ist, bis dorthin den größten geschlechtlichen Drang hat, ja, hat er nicht geheiratet. Und dann ist er 25 Jahre monogam verheiratet und mit 50 Jahren, wo normalerweise unter Menschen das geschlechtliche Verlangen etwas nachlässt, heiratet er mehrmals. Und wenn man sich dann die Heirat, die Ehen anschaut, sieht man, dass diese Ehen alle dazu da waren, um den Islam zu verbreiten. Aber das wird natürlich jetzt den Rahmen sprengen, das hier alles zu behandeln, aber das wird später, wird inshallah in dieser Sira-Serie auf die einzelnen Ehen nochmal eingegangen. Fakt ist, diese Tatsache, dass er 25 Jahre alt war, Khadija 40 Jahre alt war, und er vorher nie verheiratet war und dann 25 Jahre monogam verheiratet war, das heißt mit einer Frau, ja, zeigt ganz klar, dass die Hasser des Propheten, die Missionare, die versuchen ihn als eine Person darzustellen, die verrückt gewesen ist nach Frauen und seine Begierden nicht unter Kontrolle hatte, dass dieser Vorwurf schwachsinnig ist. Und übrigens, für die Missionare, laut ihrer eigenen Bibel, hat Dawud und Salomon viel mehr Frauen geheiratet als der Prophet. Nämlich 100 bis 1000. Nur mal so nebenbei. Dann, so, kommt hier noch ein anderer Punkt, der wichtig ist für uns heute. Weil wir wollen zurück zu den Salaf. Bei uns wird immer gesagt, ja, die wollen die Religion so leben wie vor 1400 Jahren. Und dann wird dann gesagt, ja, warum fahrt ihr dann mit dem Auto? Warum habt ihr dann ein Handy? Wenn wir sagen, wir wollen die Religion so leben wie vor 1400 Jahren, dann sagen wir, die Religion hat nichts mit Auto zu tun und mit Waschbecken oder mit dem Wasserhahn oder mit dem Handy, sondern die Religion, das heißt, die gottesdienstlichen Taten müssen gereinigt werden von Dingen, die neu hineingefügt wurden. Die Glaubenslehre des Islams muss gereinigt werden von falschen Dingen, die nichts damit zu tun haben. Und was sehen wir hier? Der Prophet hat eine Frau geheiratet, die älter war als er. In einigen sogenannten islamischen Kulturen ist das heute eine Schande. Was sagen wir? Schmeiße diesen Kulturislam aus dem Fenster und praktiziere die Religion des Propheten. Sie war keine Jungfrau mehr. In einigen islamischen Kulturen ist das heute eine Schande, wenn ein Mann eine Frau heiratet, die keine Jungfrau mehr ist. Dem Propheten, seine Frauen waren alle keine Jungfrauen mehr, außer Aisha, radiallahu anha. Das heißt, das ist ein falscher Maßstab. Das ist ein falscher Maßstab. Ja, so. Und deswegen sagen wir zurück zu den Salaf, weg vom Kulturislam. So. Jetzt, was waren die Ergebnisse dieser Ehe? Ja, und da kann man eigentlich so viele Sachen aufzählen, da könnte man eine Stunde drüber schreiben oder ein ganzes eine Stunde drüber reden oder ein ganzes Buch drüber schreiben. Aber ich fasse es kurz zusammen. Khadija war eine große Unterstützung. Und das zeigt uns, als Mann sollten wir nach einer Frau suchen, die eine Unterstützung für uns ist. Und deswegen machte der Prophet als erstes Kriterium für die Auswahl des Partners den Charakter und die Religion. Khadija, als der Prophet zurückkam von der ersten Offenbarung, erstmal, sie hat ihn immer versorgt mit Dingen, mit denen er zur Höhle zur Höhle Hira gegangen ist. Zweitens, als er zurückkam und die erste Offenbarung bekommen hat,
hat sie ihn eingehüllt auf den Befehl des Propheten. Dann war sie die erste Gläubige. Dann hat sie ihn aufgemuntert, als der Prophet die erste Offenbarung bekommen hat. Er hat gesagt, Allah wird dich nie in den Stich lassen, hat positive Eigenschaften von ihm erwähnt. Nein, Allah wird dich nie in den Stich lassen. Und so muss die Frau heute sein, dass sie ihren Mann unterstützt in der Religion und nicht aufhält. Es geht nicht um gemütlich zu leben, es geht darum, aufzumuntern. Einmal war der Prophet a.s. nachts wach und Khadija wollte das Gute für ihn, dass er sich ausruht. Daraufhin sagte der Prophet, لقد انقضى يا خديجة زمن النوم لقد انقضى يا خديجة زمن النوم والراحة فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس وأدعوهم من الله. Khadija, die Zeit des Schlafens, Ausruhen ist vorbei. Allah hat mir schon befohlen, die Menschen zu warnen und zu Allah zu rufen. Dann, als der Prophet mit dem ersten Offenbarung kam, sallallahu alaihi wasallam, was hat sie gesagt? Sie ist mit ihm zu Waraq ibn Nawf gegangen. Das heißt, von der ersten Sekunde hat sie ihn unterstützt. Und deswegen an alle Frauen, unterstützt eure Männer, wenn es um die Religion geht. Das ist Schritt, das Wichtigste überhaupt. Wenn ihr eine hohe Stellung sein wollt, wenn ihr Khadija zum Vorbild haben wollt, macht es so. Dann finanzielle Unterstützung. Und das Interessante ist hier, dass die finanzielle Unterstützung durch Khadija gar nicht erwähnt wird. Das heißt, es gibt keine Hadithe, natürlich es gibt tausende Hadithe, vielleicht ist mir auch ein Hadith entgangen, aber die Hadithe, die man immer findet, sind die psychologische Unterstützung, wo die Frau an der Seite des Mannes steht. Nicht, ja, hier hast du was Geld, hast du hier was bei Dirham. Dann hat der Prophet 6 Kinder von ihr bekommen. Al-Qasim, Zainab, Rukayya, Kulthum, Fatima und Abdullah. Und Abdullah hat 2 Spitznamen, At-Tahir und At-Tayyib, und deswegen haben manche gedacht, er hätte 8 Kinder mit ihr gehabt. Aber das sind die Spitznamen von Abdullah. Die Jungs sind alle gestorben, schon als kleine Kinder. Und die Frauen haben überlebt, Zainab, Rukayya, Kulthum und Zainab, sind alle zum Islam übergetreten und mit ausgewandert. Aber, und jetzt kommen jetzt einige Schiiten und sagen, ja, aber Fatima hat Ali geheiratet, das heißt, Ali ist der Beste. Dann sagen wir, Uthman hat Rukayya und Kulthum geheiratet. Und der Prophet hat gesagt, wenn ich 99 Töchter hätte, würde ich sie alle an Uthman verheiraten nacheinander. Denn Uthman hat zuerst die eine Tochter gehabt, als die gestorben ist, die andere. Das nur nebenbei. Ja? So. Und deswegen, Ali ist bei uns ein geliebter Mensch. Und deswegen brauchen wir gar nicht zu diskutieren, ja, wer ist besser, wer ist dies, wer ist das. Nur Fakt ist, würde der Prophet seine Töchter jemandem geben, der laut Schiiten ein Käfer ist? Die Frage kann man sich ja selber mal beantworten. Auf jeden Fall weiter im Text. Dann die Huld, die Khadija hatte, die sie dadurch bekommen hat. Erstens, einmal kam Jibril zu ihm, zum Propheten, hat gesagt, Khadija kommt jetzt. Und da könnte man natürlich auch wieder Seiten drüber schreiben und Stunden drüber reden. Aber ich werde einige Begebenheiten aufzählen. Einmal kam Khadija zu ihm mit Essen und Jibril kam zum Propheten und hat gesagt, Khadija kommt jetzt zu dir. Und wenn sie zu dir kommt, ja, dann vermittel ihr den Salam von Allah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schickt Jibril, um Khadija radiallahu anha den Salam zu geben. Und gib ihr den Gruß von mir und gib ihr die frohe Botschaft. Fabashirha bi baytin fi jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Und gib ihr die frohe Botschaft von einem Haus im Paradies, wo das aus sozusagen aus hohlen Perlen ist. In dem Haus gibt es keine laut vernehmbaren Rufe, Sachab, und keine Anstrengung. Das heißt, sie war die Gläubige, die ganz früh schon die frohe Botschaft des Paradies bekommen. Was ist das für eine Ehre für diese Frau, von Allah persönlich gegrüßt zu werden, subhanallah, und von Jibril. Von Jibril reicht ja schon, aber stell dir vor, von Allah, subhanallah. Dann bei Aisha.
Aisha war immer eifersüchtig auf Khadija, obwohl sie nie etwas mit ihr zu tun hatte, weil sie sie nie wirklich kennengelernt hat. Weil er hat ja Aisha erst später gehabt, trotzdem war sie eifersüchtig auf Khadija, weil der Prophet sie immer gelobt hat. Und dann meinte Aisha einmal so, ja, jetzt hast du eine Frau gehabt, die jung ist, warum redest du immer von einer alten Frau, jetzt hast du eine Frau, die jung ist, sozusagen, die besser ist. Und dann meint der Prophet, keine ist besser als sie. Amenet bi hina kafara bi nas. Die hat an mich geglaubt, als die Menschen ungläubig waren mir gegenüber. Sadaqatni hina kadaba ni nas. Die hat mir geglaubt, als die Menschen mich der Lüge bezichtigt hat. Und die hat mir von ihrem Vermögen gegeben, als die Menschen mir ihr Vermögen verboten haben. Und Allah hat mir durch sie Kinder gegeben. Was zeigt das? Das zeigt für dich, sei du der Erste. Und für die Schwestern, sei die Erste, die die Religion unterstützt. Denn das, was Khadija so hochgebracht hat, ist, dass sie die Erste war, die die Religion unterstützt, dass sie die Vorausgeeilte ist. Nächste Sache ist, der Prophet war immer loyal zu ihren Freunden. Sogar in Medina hat er manchmal geschlachtet und hat gesagt, ich sende das Fleisch an die Freunde von Khadija. Warum? Was ist ihre Stärke? Wird ihr Aussehen beschrieben, wird gesagt, sie war besonders hübsch, sie war besonders dies, sie war besonders das. Sogar der Prophet erwähnt hier nicht ihre kaufmännischen Fähigkeiten, sondern sie ist so, weil sie die Religion unterstützt hat. Das ist das, was sie stark gemacht hat. So. Dann gibt es einen Hadith, wo der Prophet sagt, wo der Prophet erwähnt, dass es 4 Frauen gibt, die den Iman vervollkommnet haben. Erstens Maryam bint Imran, dann Asiya bint Muzahim, Khadija und Fatima. Diese 4 werden aufgezählt. Das sind die besten Frauen der Welt. Die beste davon übrigens Maryam und die zweitbeste Khadija. Aisha ist die Wissendste. Jetzt wird jemand kommen mit Hadithen, wo Aisha gelobt wird. Ja, wir loben Aisha. Ja. Aber Fatima und Khadija sind besser. Fatima und Khadija haben noch eine höhere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Aisha hat das meiste Wissen. Ja. Wir sind nicht wie die Schiiten, ja, die sich einige Hadithe nehmen über Ali, aber die Huld von Abu Bakr und so verschweigen. Das heißt, ja, wir akzeptieren die Hadithe, wo Aisha radiallahu anha gelobt wird, aber im Kontext mit allen anderen Hadithen zusammen ist klar, dass Khadija Fatima besser ist. Khadija ist die zweitbeste Frau. Jetzt, Männer kriegen im Paradies 42 Shuhada, Märtyrer kriegen 72 Jungfrauen. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, was kriegen denn die Frauen? Wir wissen, dass Khadija und jeder Mann kriegt 2. Eine von Hulain, einmal die Frau, mit der ihr im Leben war. Ja? Aber, was ist jetzt mit Khadija? Eine Frau kriegt einen Mann. Aber die hat doch eine höhere Stellung als die meisten Männer. Khadija hat logischerweise eine höhere Stellung als die meisten Männer. Was kriegen die? Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala macht sie im Paradies glücklich auf eine Art und Weise, wie es ihrer Stellung gebührt. Das heißt, Allah kann dich mit 72 Jungfrauen glücklich machen, kann dich aber mit irgendeiner Sache so glücklich machen, wie der andere mit 72 Jungfrauen ist und noch glücklicher. Okay? So. Dann, welche Lehren lernen die heutigen Frauen hieraus? 4 Frauen sind erwähnt worden. Maryam bint Imran hat einen Propheten aufgezogen. Asiya bint Muzahim, die Frau vom Pharao, Asiya bint Muzahim, hat einen Propheten aufgezogen. Khadija war die Frau von einem Propheten, hat ihn unterstützt. Und Fatima war die Tochter von einem Propheten. Was haben diese Frauen gemeinsam? Wurde erwähnt, die haben den Uni-Abschluss gemacht. Wurde erwähnt, die war eine große Händlerin. Der Hauptpunkt war, sie haben diese Religion unterstützt. Und deswegen sagen wir zu den Schwestern heute, versuch zu den Frauen zu gehören, die ihren Iman vervollständigen. Und seid diejenigen, die die Religion unterstützen.
Das heißt nicht, dass man nicht studieren darf, das heißt nicht, dass man keinen Job machen darf, aber das Wichtigste ist, für die Familie da zu sein und die Religion zu unterstützen, als Frau der Familie.